Was ich unter Präsentation Grundlagen zusammengefasst habe, findet ihr unten wieder zum Herunterladen verlinkt in der Beschreibung. Und da geht es mir einfach darum, dass wir auch einige theoretische Sachen wissen müssen für unsere PowerPoint-Prüfung, aber auch wenn wir Folien erstellen, dass wir einfach wissen, worauf wir achten sollen. Bevor wir uns die einzelnen Arbeitsschritte und Formatierungsaufgaben also ansehen, will ich noch etwas um die theoretischen Grundlagen zu PowerPoint erwähnen und mit euch kurz durchmachen. Wir haben inzwischen gelernt, wie man Folien mit einem Design versieht über Entwurf. Wichtig sind für die Folienerstellung aber noch folgende Eckpfeiler, die mal erwähnt werden sollten. Und zwar grundsätzlich solltet ihr darauf schauen, dass die Folien ein einheitliches Foliendesign haben, dass quasi der rote Faden bei diesen Folien durchgeht. Nicht, dass ihr sagt, ah, die erste Folie mache ich jetzt im Holzton, die zweite mache ich so, die dritte mache ich so. Schaut ganz einfach, wenn ihr Designvorlagen verwendet, dass ihr dort ein einheitliches Foliendesign drinnen habt. Die Folien selber sollten vom Text her so sein, dass ihr kurz und knackig das Ganze formuliert. Also bitte Aufzählungen und keine Fließtexte. In einer Präsentation baut man keine Fließtexte ein. Das sollen kurze, knackige Punkte sein. Nicht zu viele Farben und Animationen verwenden, dass das nicht zu sehr ablenkt vom Inhalt von der Präsentation. Und jede Folie soll einen eigenen Titel haben. Das ist wichtig, wenn man bestimmte Ansichten oder Ausdruckformate einstellt, dass nicht überall der gleiche Titel steht. Beim Abspeichern von PowerPoint oder in PowerPoint haben wir drei bestimmte Varianten oder Funktionen, die wir uns anschauen sollten. Die erste Variante ist einmal, wenn wir ein PowerPoint-Dokument ganz normal abspeichern, dann wird es mit .pptx gespeichert. Das PPT steht quasi für PowerPoint und hier wird die Präsentation dann im PowerPoint-Dokument, im PowerPoint selbst geöffnet, kann dort nochmal bearbeitet und eben die Präsentation mit F5 gestartet werden. Es gibt aber auch eine Möglichkeit, dass man sagt, wenn ich jetzt eine Präsentation, eine Schulung, einen Unterricht mache, dann will ich eigentlich nicht, dass er zuerst in PowerPoint hineingeht, sondern er soll gleich mit der Präsentation starten. Dann gibt es die Möglichkeit bei Dateispeichern unten beim Dateiformat nicht PPTX auszuwählen, sondern PPSX. Ich habe es für mich immer für meine Kursteilnehmer die Brücke, das S steht für, wir wollen die Präsentation schnell oder sofort starten. Also PPTX öffnet die Präsentation im PowerPoint und wenn ich PPSX speichere, dann öffnet ihr mit einem Doppelklick gleich in die Präsentation hinein. Achtung bitte, speichert natürlich trotzdem die PPTX-Variante ab, dass ihr es bearbeiten könnt und zusätzlich zum Abspielen dann diese PPSX-Datei. Dann haben wir noch die Möglichkeit zu sagen, wir wollen eine Folie oder ein ganzes Dokument quasi, also die ganze Präsentation, als JPEG-Datei abspeichern. Wenn man auf der Folie ist, kann man ganz einfach Datei speichern untergehen, durchsuchen und beim Dateityp auf .jpeg wechseln. Dann kommt dieses Fenster und ihr werdet jetzt noch einmal gefragt, ob die Folie exportiert werden soll, nämlich alle Folien oder nur diese Folie, auf der wir gerade aktiv sind. So kann man ganz einfach eine bestimmte Folie als JPEG-Datei exportieren. Das nächste, was wir uns ansehen, sind die verschiedenen Ansichtsarten, die es in PowerPoint gibt. Unter dem Menüpunkt Ansicht findet man folgende Ansichtsvarianten. Das kann sein, dass es bei den nächsten Varianten da irgendwas Neues dazukommt, aber im Prinzip schaut es so aus, ihr habt Normalansicht, Gliederungsansicht und hier steht dann noch einmal kurz ein Beispiel, was das bedeutet. Die Normalansicht ist die, die wir bis jetzt schon kennengelernt haben. Wir haben ganz einfach auf der linken Seite unsere Folienübersicht mit den einzelnen Folien als Vorschau und auf der rechten Seite haben wir unseren Bearbeitungsbereich, wo wir ganz einfach die Arbeiten vornehmen. In der Gliederungsansicht, da ist der wichtige Teil hier eben auf der linken Seite, was sich ändert. Dort sieht man anstelle von den Folien, dieser optischen Vorschau, ganz einfach eine Gliederung. Das zeige ich euch aber ganz kurz, wenn ich zum Beispiel hier bei Grundlagen der IKT bin, habe ich hier meine Folie. Und wenn ich hier auf Ansicht, Gliederungsansicht gehe, sehe ich hier jetzt auf der linken Seite, wie gesagt, die Gliederung, sprich die Überschrift, die Untertexte und so weiter.
Warum ich das herzeige, ist, es gibt bestimmte Funktionen, die ihr nur in der Gliederungsansicht habt. Es gab zum Beispiel, ich zeige den Unterschied mal her, wenn ich Ansicht normal bin und ich sage Software und ich will die Ebene ändern, dann habe ich hier keine Möglichkeit, nach raus zu gehen. Ich kann nur als Unterpunkt das Ganze formatieren. Wenn ich allerdings in der Gliederungsansicht bin, kann ich sehr wohl sagen, der Punkt Software soll noch größer werden, sprich ein Hauptpunkt auf einer neuen Folie. Wenn ich jetzt auf Start gehe und ich sage hier, wie gesagt, Listenebene verringern, dann macht mir PowerPoint eine neue Folie mit diesem Listenpunkt quasi und übernimmt die dann in Unterpunkt hinein. Das heißt, bei Ansicht, Gliederungsansicht, Normalansicht etc. hat es schon noch Einfluss, ob bestimmte Sachen anders formatierbar sind oder nicht. Und in dem Fall bei der Gliederungsansicht könnt ihr eben die Listenebene so verändern, dass ein Hauptpunkt daraus wird, eine eigene Seite. Bei der Foliensortierung sieht man alle Folien sortiert, ohne der kleinen Übersicht auf der linken Seite. Das heißt auch hier, wenn ich in der Präsentation bin und ich sage Foliensortierung, sehen wir hier das Ganze und wir können auch hier die Prozente ändern, dass wir es größer oder kleiner sehen und ganz einfach noch einmal einen schönen Überblick über das Ganze haben. Die Ansicht Notizseite, da sieht man immer oben die Folie und unten die entsprechenden Notizen. Ja. Die letzte wichtige Ansicht ist der Folienmaster. Das ist eigentlich dann das Schwierige in PowerPoint, zumindest für die, die es nicht regelmäßig verwenden. Immer wenn wir etwas automatisch auf allen Folien haben wollen, was nicht in der Kopf- und Fußteile zu finden ist, zum Beispiel ein Logo, ein Bild, was auch immer, das soll auf jeder Seite sein, dann müssen wir zum Folienmaster wechseln. Hier ist es ganz wichtig, links oben auf die allererste Folie zu klicken. Da müsst ihr mit der Bildlaufleiste rauf, 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 dass ihr wirklich die allererste Folie erwischt, weil dann ist es auf allen verschiedenen Formaten mit eingebunden. Hier kann man auch definieren, dass bestimmte Elemente, wie zum Beispiel eben nur auf der Titelfolie soll etwas eingeblendet werden oder nur auf Titel und Inhalt und so weiter und so fort. Ich zeige euch das mal kurz her. Ich bin jetzt da in der Normalansicht, ja, und ich kann jetzt hier bei Masteransichten sagen, ich will den Folienmaster haben. Und wie gesagt, auf die erste Folie, da gibt es immer noch mehr nach oben. Das heißt, ganz raufgehen und wenn ihr hier auf dem Folienmaster quasi irgendein Element einfügt, ich füge mal nur schnell irgendein Smiley oder irgendwas ein, da mein Smiley. Und ich sage, ich will auf jeder Folie rechts oben so ein Smiley haben, dann füge ich das am Folienmaster auf der ersten Folie ein. Ja? Dann steht noch dort, wichtig, wenn man mit der Arbeit im Folienmaster fertig ist, bitte auch wieder diese Master-Ansicht schließen. Das heißt, hier oben bin ich jetzt bei Formformatierung. Ich will aber eigentlich beim Folienmaster bleiben, das heißt, wenn ich hier oben auf Folienmaster klicke, gibt es hier Masteransicht schließen. Und wenn ich dorthin klicke, dann bin ich wieder in meiner Präsentation drinnen und ich habe jetzt hier auf jeder Folie, außer auf der Titelfolie, dieses Smiley drinnen. Wenn ich die auf der Titelfolie auch will oder auf allen Titelfolien, die noch kommen, dann müssten wir wieder eben Ansicht Folienmaster gehen und hier bei der Titelfolie dann auch noch entsprechend einfügen. Hier, diese Folie hat er ausgelassen. Ja, das heißt, dann kann ich das einfach kopieren und hier beim Mastertitel auch noch reingeben und dann sehe ich hier, dass es überall übernommen ist. Ja, das heißt, solche Sachen, die auf jeder Folie automatisch sein soll, ein Logo, ein Bild, eine Grafik etc., das geht bitte über den Folienmaster. Und dann haben wir noch verschiedene Varianten für den Ausdruck in PowerPoint. Das erste ist einmal ganz normal wie in Word, er würde jede Folie einzeln ausdrucken, sprich ganzseitige Folien. Es gibt aber dann noch zwei, drei andere Formate, die für uns eigentlich ganz interessant sind, nämlich es gibt auch Notizseiten-Variante, dann würde er die Folie und darunter die Notizen ausdrucken. Die Gliederungsansicht, die finde ich nicht unbedingt geeignet in PowerPoint, aber was ganz, ganz toll ist, ist die Funktion von Handzetteln. Handzetteln ist nichts anderes, stellt euch vor, ihr wollt eine Schulung machen und zwei Szenarien, wo ich die Handzetteln wirklich gut finde. Erstes Szenario ist, ihr
seid auf den Weg von A nach B mit dem Flieger oder im Zug oder was auch immer und ihr wollt euch auf diese Präsentation vorbereiten. Dann wollt ihr vielleicht nicht immer am Computer abhängen, sondern könnt euch Handzettel ausdrucken, wo 3, 4, 6, 9 Folien auf einer A4-Seite ausgedruckt werden. Das heißt, ihr könnt dann dort ganz einfach im Flieger zum Beispiel auf 2, 3, 4 Seiten eben bis zu 36 Folien in Miniaturansicht noch einmal überfliegen, um diese noch einmal zu wiederholen und zu lernen und zu lesen. Das Ganze geht natürlich auch als kleine Hilfestellung, dass ihr den Faden nicht verliert. Könnt ihr im Handzettelformat 9 Folien ausdrucken und auf den Tisch legen, dass ihr mitlesen könnt. Was für mich aber noch ganz wichtig ist, wenn ich jetzt als Trainer zum Beispiel für einen Kurs vorbereite, dann ist bei PowerPoint ganz einfach die Möglichkeit, dass ich sagen kann, über diese Handzettel drucke ich das Ganze klein aus, dass für den Fall, dass es einen Stromausfall gibt oder mit der Technik was nicht funktioniert oder wie auch immer, dass ich Handzetteln austeilen kann und die Leute bei den Handzetteln die Präsentationssachen auch sehen können. Oder bei einer Schulung, dass danach die Kunden diese Schulungsunterlagen auch noch einmal mitbekommen mit den Produktinformationen etc., aber nicht als großgedruckt, sondern ganz einfach im kleineren Format. Das heißt, hier ist für uns nur wichtig, dass wir auch wissen, die Ausdruckformate bei Datei ausdrucken gibt es verschiedene Formate, ganz normale ganzseitige Folien, Notizseiten, Gliederung und Handzetteln, wo man bis zu 9 Folien ausdrucken kann. So, das ist einmal für die Einstellungen und für ein bisschen Theorie. Schauen wir uns einfach gleich die nächste Übung im nächsten Video an. Viel Spaß damit! Wenn dir das Video gefallen hat und du weitere kostenlose Videos sehen willst, lass mir ein Like hier und abonniere bitte den Kanal. Bis zum nächsten Video.